Hallihallo, oh, das ist noch nicht so optimal hier tatsächlich. Hallihallo vom Sofa. Ich weiß, ihr erwartet sonst hier Nicola oder Bianca oder im Zweifel beide. Aber ihr müsst euch mit mir vergnügen. Auch schon mal besser ausgesehen, aber man kann nicht alles haben. Deswegen ist das alles, was ihr kriegen könnt heute. Bianca ist auch da, aber ich glaube, die traut sich nicht. Sie sagt gerade noch, ach, du musst die Musik lauter machen. Ach so, ja, wegen ja, Rechte und so, ne? Ja, ja. Alexa auch. Wir sind höchst professionell, wie immer. Ich habe tatsächlich heute mit euch vor, also das ist der Ausschnitt, also gleich kriege ich wieder Hassnachrichten. Nee, du laberst so viel, wen interessiert das eigentlich? Ich habe heute vor mit euch, also bis eben trug ich noch einen Pullover über meiner Bluse, die ist nämlich durchsichtig, nämlich diesen. Das ist ein alter Wollpullover, den habe ich mal in England gekauft, vor Ewigkeiten, und habe den Ewigkeiten nicht mehr getragen. Das hat unterschiedlichste Gründe. Der hat Ewigkeiten nicht gepasst, weil ich habe gerade etwas abgenommen und jetzt passt er wieder. Der andere Grund ist, der ist super fusselig. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Der ist, hat schon richtig gelitten, was ja immer eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil die Wolle ja nun mal ein Naturprodukt ist. Und ich möchte euch heute in diesem Zuge, wird das hier eine kleine Werbepräsentation, denn ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, wir haben ja bei uns im Shop seit neuestem, ich glaube ungefähr 2 Monate jetzt, diesen wunderbaren Gleaner, nennt sich das, G-L-E-E-N-E-R, haben wir auch im Shop. Der Gleaner kommt in einer Verpackung mit insgesamt 3 Aufsätzen, sowie dem hinteren Fusselaufsatz. Der ist aber fest integriert, also hat es insgesamt 4 verschiedene Aufsätze. Das Geheimnis daran ist, nicht wie ihr das sonst so kennt, bei so einem Wollschneider, wie nennt man das, Fusselschneider? Ja. Weiß gar nicht, wie das heißt. Die brauchen immer Batterien. Und immer, wenn man das Ding braucht, sind die Batterien leer und man hat keine. So ist das bei mir übrigens nicht nur mit dem Fusselschneider für Wolle, sondern mit allerhand Sachen. Die Kinder brauchen ständig Taschenlampen. Die machen ja immer solche verrückten Sachen wie Abenteuersachen. Und immer, wenn sie die Taschenlampe brauchen, sind die Batterien leer. Oder Walkie-Talkies ist auch so ein klassisches Beispiel bei uns. Immer Batterien leer. Und deswegen hat der Gleaner, den wir jetzt neu im Sortiment haben, gar keine Batterien. Man muss also alles mit den Händen machen. Und Mama würde jetzt schmutzige Witze reißen. Ich an dieser Stelle mache das nicht. Aber wie gesagt, er braucht keine Batterien. Und ich möchte jetzt mit euch den mal so ein bisschen benutzen. Und vielleicht haben den ja auch schon, den einen oder anderen. Vielleicht hat ja auch schon der ein oder andere eben genau diesen bei uns bestellt oder auch woanders, ist mir völlig wurscht, am liebsten bei uns natürlich. Und hat schon Erfahrungen gemacht und kann schon sagen, wie der ist. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, denn das Feedback ist mir wichtig. Ich habe den heute zum ersten Mal probiert, ich wollte es die ganze Zeit schon probieren und habe deswegen mir heute den schäbigsten Pullover angezogen. Und wir werden das jetzt zusammen machen. Wichtig ist so ein bisschen tatsächlich, das hier ist wirklich nur so, wenn man eine Jacke anhat, die man nochmal gerade abfusseln will. Wie so eine Fusselrolle, die man sonst so mit diesen selbstklebenden Dingern. Dafür würde ich das jetzt ein bisschen nutzen. Oder wenn man ein bisschen mal was glätten will. Der hier ist sonst, also das ist ganz, ganz weich. Müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie die weiche Seite von einem Klett. Eine Klettseite ist ja immer sehr, sehr ruppig und rau und eine ist ganz weich. So würde ich das jetzt beschreiben. Weil man ja durch die Kamera nicht fühlen kann, versuche ich es euch irgendwie darzustellen. Und in diesem Fall gibt es ganz einfach, das ist das Grundgerät. Und dazu gibt es eben diese verschiedenen Aufsätze von grob bis etwas feiner bis hin zu ganz, ganz, ganz fein. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Und ich möchte vorweg sagen, bevor ihr euch einen teuren, selbstgemachten Pullover komplett zerstört, weil Bianca eben auch sagte, sie traut sich nicht richtig ran. Sie hat einen Norweger-Pullover und der ist unterm Arm auch schon so ein bisschen, hat gepillt, nennt man das, glaube ich, pillig oder wie auch immer. Und ich möchte euch raten, geht von ganz fein, arbeitet euch quasi vor. Also ihr dürft jetzt keine Angst haben, euer Produkt kaputt zu machen, denn ein Produkt mit vielen oder ein Pullover mit vielen Fusseln sieht halt auch nicht cool aus. Dann lieber sagen, ich gucke mal, wie ich mich daran wage und fangt wirklich einfach mit dem feinsten Aufsatz an. In diesem Fall, die sind sogar nummeriert hinten. 3, ob man es erkennen kann. Nummer 3, Nummer 2 und das Nummer 1. Hier steht's.
Sind sogar nummeriert. Könnt ihr euch wirklich ein bisschen vorarbeiten. Ich habe schon mal den Pullover jetzt ein bisschen vorbereitet, weil ich wollte natürlich, bevor ich hier ein Video mit euch mache, erstmal gucken, funktioniert der Quatsch überhaupt? Sonst kann ich euch das ja nicht verkaufen. Und habe schon mal so ein bisschen da was rausgeholt aus dem Pullover. Und ich sag's euch, also das ist anstrengend. Es ist nicht so, als würde man das jetzt mal eben so machen. Aber man kann ja Pulli für Pulli arbeiten. Man muss nicht alle an einem Tag irgendwie reparieren, aber da ist schon ganz schön was von dieser wusseligen, ekligen, wolligen Sache rausgekommen aus meinem Pullover. Und er hat schon Stellen, wo ich denke, wow, hier vorne habe ich es zum Beispiel jetzt noch gar nicht gemacht, sieht man auch. Und hier hinten, ja, wahrscheinlich sieht die Kameraauflösung jetzt so gut, dass man jetzt sieht, dass, ja, und hier habe ich es schon gemacht. Hier habe ich es schon gemacht und ihr seht, wie cool das geworden ist. Sogar Bianca hat eben schon gesagt, boah, das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. So, also, wie gesagt, ich weiß jetzt, dass die beiden Feinen für meinen Pullover nicht geeignet sind und werde tatsächlich mit der Nummer 1, das ist das, dieses hier, beginnen, beziehungsweise das machen, weil ich weiß, das braucht ein bisschen Grip, der Pullover, der kann das ab. Und ist jetzt auch nicht mehr das neueste Produkt, also ist jetzt auch nicht so, als würde ich jetzt hier sagen, ja, damit muss man mal mit Samthandschuhen vorgehen, denn der kann ein bisschen bearbeitet werden. Ich drehe die Kamera um, versuche das hier auf den Tisch zu legen, ohne dass es ganz, ganz doll wackelt. Und dann werde ich das mit euch zusammen mal gleanen, entfusseln, wie auch immer man es nennt. Die Links zu dem Kram sind verlinkt in der, nennt man das bei euch, Infobox? Ja. Ja, in der Infobox, da findet ihr das. Oder auch bei uns, wenn ihr einfach in den Shop geht, wulaus.de, findet ihr das auch. Wenn ihr Gleaner eingibt, G-L-E-E-N-E-R, ganz einfach. Es gibt auch eine kleine Bedienungsanleitung und da kann man auch nochmal auf Deutsch, Englisch und in allen anderen Sprachen, die man noch so sprechen kann, genau lesen, was für was ist. So sagt er zum Beispiel Kante 1, das ist das, was ich jetzt auch gerade drauf habe, dieses. Ideal für große und sperrige Stoffe wie schwere Wollstoffe, Teppiche, dicke Strickschals und schwere Polstermöbel. Kante 2 ist diese mittlere mit dem schwarzen Aufsatz. Oh, hier schreit ein Kind. Nicht meins, wie es scheint. Oh, schreit ganz doll. Kante 2, am besten für mittelschwere Stoffe wie Kaschmir, Merino-Wolle und feinere Wollstoffe. Es funktioniert auch hervorragend auf Vlies. Und Kante 3, belegt ihre Sommerstrickwaren. Ist also jetzt auch was für die kommende Frühlings- und Sommerzeit. T-Shirts, Seidenmischungen, Leinen und ultraempfindliche Stoffe. Also wirklich der Nummer 3 hat so einen ganz, ganz, ganz feinen Aufsatz. Ist wirklich für die ganz, ganz leichte Ware. So. Dann steht hier noch ein bisschen beschrieben, ne? Das ist für Kleidung, Polstermöbel, Wäsche, Bettlaken, Bettdecken, Handtücher, Decken, Plüschtiere, Matratzen. Also wirklich, für, man kann es für alles benutzen. Und der Mechanismus ist super easy. Es ist nämlich mit so einem Hebe-Schiebe-Dings. Den schiebt man nach vorne. So ein bisschen wie bei einem Rasierer. Ich glaube, da läuft das auch so, wenn man Mehrwegrasierer benutzt. Da muss man die Klinge auch hier vorne. Der Klemmer, das Klemmerchen. Und das hält bombenfest. Also es ist nicht so, dass das Ding abfliegt. Setzt man das da drauf und schon ist es fest. So. Genug erzählt, gleich kriege ich wieder hier, ne? Ihr wisst das ja, Marina, die labert immer, es interessiert keine Sau. Ich drehe euch um und zeige euch, wie das Ding funktioniert und was das kann. Los geht's. So, tatsächlich ist, also ihr merkt das jetzt nicht, aber ein bisschen Zeit vergangen, denn ich musste erst Kundschaft bedienen. Und ich habe so meine Probleme mit Videos, wenn Kundschaft da ist, weil ich dann immer denke, oh, ich kann jetzt hier nicht, dass mir jemand zuhört. Also, die Kamera erfasst es leider gar nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich versuche dennoch, euch irgendwie ein bisschen darzulegen oder darzustellen, wie sich das hier verhält. Denn man muss ein bisschen Spannung auf das Produkt bringen, damit es funktioniert. Und dann muss man sich so ein bisschen vorarbeiten, Stück für Stück. Ich würde es wirklich empfehlen, auf einen glatten Tisch zu legen und dann mit der einen Hand unten ein bisschen Spannung, also ein bisschen festzuhalten und mit der anderen Hand quasi den Gleaner schieben. Und dann seht ihr schon hier, ich habe es jetzt auch nochmal, ne, das ist das, was jetzt hier runterkommt vom Pullover, muss man sich so phasenweise am Pulli vorarbeiten.
und mache dann hier tatsächlich so ein bisschen das, was man auf der Kamera leider super schlecht erkennt, weil die das wegrechnet, die Kamera, arbeitet man sich hier vor und macht die Schicht, die so offen steht auf meinem Pullover, kämmt man sich ab. Und nicht so dolle drücken, also wirklich eher so ein bisschen locker und lieber eine wiederholende Bewegung, als jetzt irgendwie mit sonst was viel Druck. Und dann kriegt ihr hier das ganze Fusselzeugs runter. Wie gesagt, ich habe den ja eben schon mal vorbearbeitet und das ist jetzt wirklich in der ganzen Zeit hier runtergekommen. Ich versuche, ob ich euch nochmal irgendwie ein paar Stellen zeigen kann. Vielleicht, oh, hier ist auch noch was dran. Also wie gesagt, ihr merkt, es arbeitet wirklich gut. Ich tausche jetzt nochmal den Aufsatz für euch. Ich nehme jetzt nochmal dieses feinere. Also wir hatten ja jetzt hier Nummer 1, das ist Nummer 1. Das ist Nummer 3, das ist das ganz, ganz, ganz feine für ja, seidige Stoffe. Und das hier ist so dieses mittlere. Ich versuche jetzt nochmal, ob ich damit nochmal ein bisschen ja, besser das darstellen kann auf der Kamera. Weil es durch die Kameraeinstellung natürlich schwierig ist, euch das so zu zeigen, wie ich mir das gewünscht habe. Aber es ist einigermaßen zu erkennen. Also er holt wirklich die obere Schicht der der Fusseln hier runter. Und das bei diesem Pullover, der schon so alt ist, das wertet den richtig nochmal auf und ist somit eine echte Produktempfehlung von mir. Denn, wie gesagt, man muss sich ein bisschen anstrengen, aber das, was der Rasierer kaputt macht, macht dieses Ding halt nicht. Ne? Also man kann wirklich mit dem Druck und ganz in Ruhe Stelle für Stelle abarbeiten und hat dann hinterher wieder ein ganz, ganz sauberes Maschenbild. Und das finde ich halt echt bemerkenswert, denn der Pullover sah echt schrecklich aus. Ich gucke nochmal, ob ich euch das nochmal umdrehen kann. Ich muss auch nochmal eine Stelle finden, die noch übler ist. Aber am meisten habe ich echt schon abgearbeitet, weil ich ja erstmal probieren wollte, wie es sich überhaupt verhält. Hier ist nochmal so eine Stelle unter meinem Arm, die ich nochmal ganz gut darstellen kann. Also wie gesagt, wichtig ist eine glatte Oberfläche oder vielleicht sogar auf eine Büste ziehen, wenn ihr sowas zu Hause habt. Und dann könnt ihr euch hier Stück für Stück durcharbeiten über den Pullover. Ich hoffe, es wackelt nicht so doll, aber ich glaube, wir kriegen es schon hin. Und dann immer so ein bisschen auch mal in die andere Richtung. Also wirklich nicht nur stumpf. Und hier sieht man es jetzt auch, ne, was hier wirklich runterkommt. Also wie gesagt, das ist schlecht darzustellen. Aber ihr wisst ja, ihr könnt darauf vertrauen, wenn wir sagen, es ist gutes Zeug. Dann ist das auch so. Hallo! Und dann kann man sich hier so ein bisschen vorarbeiten. So, und jetzt sieht man, ich glaube, jetzt sieht man es ganz gut. Hier habe ich das jetzt schon zusammengekehrt. So, und dann kann man sehen, was hier runterkommt. Und das ist halt wirklich alles, was ja so auf dem Pullover lag und irgendwie die Maschen versteckt hat. Das kann man sich jetzt wirklich alles so Stück für Stück vorarbeiten und Stück für Stück sein Wollprodukt wieder aufarbeiten. Und das finde ich halt voll schön, weil man steckt so viel Arbeit und Geld in Wolle, in die Strickzeit. Und ja, gute Wolle pillt einfach, da kann man nicht vorweglaufen. Also Naturfasern pillen, da kannst du ja nichts machen. Einem unterm Arm oder da, wo es viel reibt, da entsteht Reibung. Und da kommt es dann eben zu diesen Veränderungen. Aber mit diesem Ding, ich kann es echt nur nochmal sagen, könnt ihr wirklich nochmal richtig was rausholen. Ja, so viel dazu. Ich muss nochmal irgendwo eine schlimme Stelle finde. Hier oben vielleicht. Doch, ich habe schon wirklich gut gearbeitet. Das macht auch Spaß, weil man sieht nämlich richtig die Veränderung. Das heißt, man kann richtig erkennen, was da passiert. Und man kann auch einfach nichts kaputt machen. Das ist ja so von vielen die Sorge. Oh, ich möchte mein Produkt nicht kaputt machen, möchte meine Arbeit nicht zerstören. Das ist halt überhaupt nicht so. Man kann wirklich ganz gezielt und vorsichtig und eben mit ganz wenig oder mit ein bisschen mehr Druck, je nachdem, was man halt vor sich hat, das gut abarbeiten. Und hier geht richtig das runter, was da nicht hingehört. Ja, voll gut. Also ich bin überzeugt, Glina,
leg's euch hier nochmal her. Kommt mit 3 Aufsätzen inklusive, also plus der Entfusseler quasi, der am Gerät selbst ist. Das ist dieses Ding. Ihr braucht keine Batterien, kein ewiges Gesuche nach neuen Batterien. Nicht nach 3 Jahren Wiederbenutzung ist der Akku leer und ihr müsst erstmal gucken, wo ihr neue Aufladebatterien findet. Es ist in so einer kleinen Tasche, das heißt, ihr müsst die Kiste gar nicht aufbewahren und könnt dann nach euren Ansprüchen euer selbstgestricktes oder auch eure Möbel, also das ist wirklich vielseitig einsetzbar. Hier steht sogar auch für Tiere geeignet, fürs Bett, für Kleidung und für Polstermöbel. Ich bin total überzeugt, ich liebe das Ding. Ach, hier sieht man es am Ärmel auch noch, ne? Hier habe ich noch gar nichts gemacht. Da hätten wir jetzt vielleicht nochmal was machen können. Ich gucke nochmal, ob ich das jetzt hier so an diesem Wackeltisch hinkriege. So, hier, wo das Bündchen ist, ne? Da sieht man richtig, dass das da runterkommt. Ach, krass. Ja, also, wie gesagt, ich bin mega, mega überzeugt, dass das das Richtige ist. Und finde, jeder braucht einen Wiener. Ich finde, jeder braucht einen Wiener im Haus. Den kauft man sich einmal und dann kann man sich den auf ewig wegstellen. Das nutzt nicht ab, da passiert nichts. Das ist nämlich so ein siebartiges, festes Gewebe. Da passiert nichts mit. Wenn es kaputt geht, sagt mir Bescheid. Aber in der Regel kann da nichts schief gehen. Und ihr seht, hier kommt richtig am Ärmel diese richtig dicken Pocken. Kommen hier runter. Und ihr habt keine Angst, irgendwas kaputt zu machen. Wirklich einfach ran an die Materie. Und schon ist der Ärmel richtig gut. Das ist vorher. Das ist nachher. Also wie gesagt, probiert es aus. Kostet nicht die Welt, das Ding. Wenn es nichts ist, schenkt es dem Nächsten. Der freut sich vielleicht drüber. Aber das hat hier zumindest meinen Pullover nochmal richtig, richtig aufgewertet. Wirklich. Und der war elend. Ich kann es nicht anders sagen. Der hat richtig, richtig gelitten die letzten Jahre. In der Kiste gelegen und ja, überhaupt nicht mit Liebe behandelt. Und jetzt, ja, lebt der nochmal ein zweites Leben. Richtig schön. Ich bin überzeugt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt es gerne in die Kommentarliste. Ich freue mich auf euer Feedback. Ja. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis ganz bald.